Natürlich, hier ist selbstverständlich auch wieder alles blind. Kennt Nordamerika nicht. Oh, schießt da etwa ein Katapult von mir? So, liebe Zockerlauncher, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Die Siedler 2 Weltkampagne. Und damit hallo Leonhard, hallo siedelnde Ente Quark, hallo Flo, hallo Ulf, hallo Hase HD, hallo Hirschberger, zum ersten Mal heute dabei, servus, grüß dich. Und hallo White Wolf und hi an alle, die noch nichts geschrieben haben. So, ich stelle wieder die Frage, was spielen wir heute? Zur Auswahl steht heute Nordamerika oder Südasien. Ich glaube, in Südasien gibt es noch nicht so viel Corona-Viren. Kann das sein? Oder sie zählt nur keiner. Heute kam ja, habe ich einen Bericht gelesen, in Russland gibt es 0 Corona-Fälle, 0. Und wenn jemand stirbt, dann stirbt er an Lungenentzündung. Basta. Auch krass. USA, Trump, USA, Nordamerika, Nordamerika. Was habt ihr eigentlich alle gegen Südasien? Okay, Nordamerika. Na gut. Korea gibt's nicht, oder? Nö. Okay. Dann spielen wir Kanada, was weiß ich. So. Mit einer Prise Mexiko. So, erstmal wieder hier schöne, wunderschöne Wege. Uah, verkackt. So, dann brauchen wir hier Ding näher ran, höhere Geschwindigkeit und und. Wunderschöne Sägewerke. Und Ente, so fängt der Stream gut an. Danke für 4 Monate Prime. Voll cool. Ich habe jetzt übrigens tatsächlich das erste Mal von Twitch eine Auszahlung gekriegt. Ganze 100 Euro für ein Jahr. Immerhin. Wo bin ich denn auf der Map? Oh, die ist ja riesig. Oh, die geht ja in alle Richtungen. Oh, ich finde das cool. Das war nix. Hier noch ein Sägewerk, dann geht hier noch eine Baracke hin und auch dir, Leonhard, danke für 3 Monate Twitch Prime. Ja, jetzt möchte ich mich hier wieder verkünsteln irgendwie. Was ist denn das? Nee, das wollte ich nicht. Den hier können wir schon mal bauen. Und den hier auch. So, jetzt wollte ich aber dann doch gucken, jetzt mal langsam irgendwo Holzfäller hinzusetzen. Und einen Förster. So. Meine Map sollte bald die ersten Tests bekommen für Patrick. Okay, dann testet mal. Hat mich eigentlich je irgendjemand gefragt, Leonhard, ob ich sowas überhaupt spielen will?
glaube nicht. Natürlich willst du die spielen. Leonhard gibt sich echt Mühe. Na dann. Wenn die Ente das sagt, dann glaube ich das. Jetzt übertreibe ich es wieder mit meinen Wegen, ne? Ich glaube, auf der Map habe ich mehrere Gegner. Zwei, okay. Ach ja, was wären so Streams nur ohne Ulf seine Kommentare? Ich kann schon gar nicht mehr ohne. Wunderschöne Wege habe ich hier wieder. Wie, du bist Donnerstag und Samstag nicht dabei? Was ist mit dir los? Also Donnerstag verstehe ich ja noch, aber Samstag? Hallo, wir spielen ein Echtzeitstrategiespiel, das interessiert dich doch auch. Ja, Siedler interessiert mich. Steht das jetzt Samstag doch auf dem Sendeplan? Nein. Nein. Also vielleicht gegen... Nein. Nein. Der Holzfäller hier ist nicht optimal. Da hätte ich lieber einen Weg runter machen sollen. Naja. Platz für Bauernhöfe hätten wir. Scheiße, schmeiß alles über Bord. Das kommt unerwartet. Ich hab doch noch gar nichts.
komplett unerhärtet. Fast. Kohle, okay, okay, okay. Wie viele Sensen haben wir? 8. So, das war's jetzt mit Schönbauen. Kohle, Eisen, alles klar. Oh mein Gott. Macht was, Leute. Yippie, yippie, yippie. Ja, schön. Schmelze. Schmiede. Schmelze, Schmiede. Brauerei. Komm schon. Da. Also, ich habe die Brauerei gesetzt. Ich dachte, dass sie wieder kommt. Hey, du hast sie nicht gesetzt. Doch. Ich hasse es, auf Gegner zu treffen, ohne Gold zu haben. Aber was willst du machen? Was haben wir denn Militär am Start? Noch 43, da geht wenigstens was. Haben wir hier irgendwas Befördertes drin? Oh, komm, baut. Sonst kann ich gleich hier quitten, wenn seine Gebäude vorher fertig werden. Aber so weit sind wir noch nicht. So, hier hätten wir ein bisschen Eisen. Hier hätten wir ein bisschen Kohle. Kohle, Kohle. 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 Und da schließen wir auch welche an. Alter, ist die Map riesig. Was hat Gelb zu bieten? Rot hat Gold. Aber Rot sehen wir noch nicht, das ist mir egal. Wir bauen hier auch noch eine Windmühle hin und einen Bäcker. Setzen wir hier noch Wege hin. Du kriegst hier auch noch einen Brunnen. Da kann man noch verbinden. Genauso wie, na, hier. Militär, Militär, Militär. So, wenigstens mein Turm ist fertig, das ist gut.
brennt bei ihm direkt was. Das ist auch gut. Ich möchte ihn ja auch gar nicht... Ohne Gold möchte ich ihn auch gar nicht angreifen, großartig. Wird er wahrscheinlich eh erledigen und mich angreifen. So, diese Wegverbindung noch. Und dann lassen wir es hier auch gut sein. Erstmal mit dem Expandieren. Du bist durch. Danke. Kriegt man da auch noch einen Bauernhof hin? Und irgendwie... Na, die Steine könnte auch der Steinmetz wegnehmen. Wird schon passen. Setzen wir hier auch noch ein. Okay. Dann muss hier das Gestrüpp weg. Dringend. So, und hier müssten wir dann weiter expandieren. Eisen, Eisen, Eisen. So. Wer verspottet wen mit einem Steinbruch? Ach so, der hier. Möglich. Wenn es gut läuft, brennt der gleich durch die Burg. Hier kommen wir auch nochmal einen Haufen Kohle ran. Okay. Bisschen Fisch produzieren wir ja immerhin. Nur ein bisschen. Würde hier echt gern einen Weg durchbauen. Ist auch hier ein Holzfäller hin. Und auch hier sollte Platz für einen Bauernhof sein. So. ...30 Minuten nicht gespeichert? Nee, es sind 15 Minuten. So. Militärgebäude besetzt, das ist toll. Bitte voll machen. Hier brennt nichts mehr, aber was wir hier noch tun werden, ist auf jeden Fall nochmal ein Katapult setzen. Okay. Sollte, der produziert auch hier Waffen. Mal, dass der andere Gegner weiter südlich ist. Bin ich denn eigentlich der Kanadier und kämpfe gegen die Amis? Und unten sind noch Mexikaner? Ich bin Römer und kämpfe gegen Wikinger, Stämme in Nordamerika. Das macht irgendwie überhaupt keinen Sinn. Egal. Dementsprechend möchte ich hier eine Festung haben. Und noch ein Katapult. Okay, der war ergiebig, der Fischer. Nicht. Yippee!
hier steht ein Steinmetz, ja. Yippie. Hier unten haben wir einen Holzfäller, ja. Nochmal Scouts los. So, cool. Müssen wir hier über die Berge rüber? Wahrscheinlich. So, wir machen gleich zwei Goldbergwerke, weil die Zeit drängt. So, und wo produzieren wir unser Gold? Dann am besten hier irgendwo. Da gerade keine Bäume stehen. Zwei Münzprägereien, auf geht's. So, wir könnten noch irgendwo eine zweite Getreide-Brotproduktion hinmachen. Naheliegend wäre hier. Mach mal weg, genau, dass wir dann hier den Bäcker hinbauen können. Komm on, Steinmetz. So. Und sorry, ich lese irgendwie gar nicht den Chat. Soll ich dann eigentlich wieder die Stimme in den Ohren der Leute sein? Flo, gerne. Wenn du Bock hast, am Samstag den Chat zu moderieren, nur zu. Da ist keiner friedlich in dem Spiel. Hast du was falsch verstanden? So, Gelb hat auch Gold. Fuck. Was ist denn das hier jetzt wieder? Wir könnten hier irgendwo noch fischen, oder? Gut. Bauen wir vernünftig hier hin. Da krampft der vielleicht auch noch an den See. Let's go, Bäcker. Wo ist denn der Stein? Ist das hier oben? Okay. Oh, der Weg kommt langsam. Wo würde ein Lager hier unten Sinn machen? Noch nirgends, kein Platz. Toll.
So, meine Siedler, auf geht's. Macht mal hinne hier. Haben wir schon Bier? Nein, warum? Aber Waffen. Produziere ich Militär? Vielleicht. Kohleminen habe ich. Wie viele? Nur zwei. Also, da hauen wir noch eine drin. Okay, und Eisen habe ich hier auf jeden Fall schon mal echt viel. Richtig viel. Natürlich, hier ist selbstverständlich auch wieder alles blind. Kennt Nordamerika nicht. Oh, schießt da etwa ein Katapult von mir? Oben mal kein Gold rein. Hab ich noch Militär? So muss das. Immer schön drauf. Ihm brennt schon Wasser, wir kämpfen eigentlich noch gar nicht. So, da wo der Baum ist, hätte ich gerne Fahne hin. Auf geht's. Wie schaut's hier aus? Alter, mach die Steine weg. Sonst baue ich meinen Bäcker halt woanders hin. Aber da können wir auch noch keinen Weg runter bauen. Naja, es wird. Da können wir noch einen Brunnen hinsetzen. So. Du bist durch.